Etwas spartanisch scheinen die Änderungen des Minecraft-Snapshots 14W21a auszufallen. Nichtsdestotrotz zeigen wir euch in diesem Video alle Änderungen, die der Snapshot mit sich bringt. Heute wieder in Kooperation mit Philipp von 4VP. Gestern kündigten wir euch ja bereits an, dass Dinnerbone an einem System arbeite, mit dem alle Dimensionen auf ihrem eigenen Kern laufen sollen. Dieses ist allerdings aufgrund einiger Probleme noch nicht mit von der Partie, wird allerdings höchstwahrscheinlich im nächsten Snapshot mit dabei sein. Nichtsdestotrotz wurde Minecraft laut Mojang mit diesem Snapshot wieder weiter optimiert. Wo oder wie das jedoch genau gemacht wurde, verrät uns Mojang leider nicht. Auch Bugfixes gehören natürlich wieder einmal zum Snapshot mit dazu und so wurde beispielsweise der Bug behoben, dass Skins manchmal nach dem Tod eines Spielers verschwanden oder auch, dass sich Hunde und Katzen manchmal in Blöcke geportet haben. Eine Liste aller dieser gefixten Bugs findet ihr aber natürlich hier im Video oder im Link in der Videobeschreibung. Außerdem wurde noch ein neues Secret-Feature hinzugefügt und das ist eine neue Funktion beim Clone-Command. Damit können wir jetzt nicht nur Blöcke von der einen zur anderen Stelle direkt klonen, sondern auch ausschneiden. Das machen wir ganz kurz mal, indem ich hier auf T drauf drücke und dann mal hier hochgehe. Da habe ich schon mal alles vorbereitet. Im Prinzip klone ich den Bereich hier in die Ecke da hinten und das, was ich dort hier geklont habe, wird dann ausgeschnitten, wie man es ja eigentlich auch schon von diversen anderen Programmen kennt. Drücke jetzt auf Enter, dann wird das Ding jetzt hier sozusagen von der Stelle hier, wo wir es hatten, dahin verschoben. Das ist neu möglich mit der neuen Option Move. Können wir uns mal zeigen, auf T drauf drücken. Wenn wir also in den Replace-Parameter noch einen Move anfügen, dann wird der Bereich, den wir markiert haben, zur anderen Stelle ausgeschnitten. Des Weiteren wurde im letzten Snapshot bereits auch ein weiteres Feature für den Tailor-Command hinzugefügt und zwar kann man jetzt auch direkt mit @p-Spielername im Tailor-Command anzeigen lassen. Das geht ganz einfach, indem wir hier in die eckige Klammer das Wort Selector reinschreiben, mit dem Doppelpunkt versehen und dann in die Anführungsstriche reinschreiben, wer genau genannt werden soll. In dem Fall wird jetzt hier der dichteste Spieler im Radius von 10 angezeigt. Wenn wir auf Enter drücken, dann erscheint jetzt hier die Meldung Hugo3010 ist cool. Das war es leider auch schon wieder mit dieser Ausgabe der Minecraft News. Ich hoffe, es hat euch trotz der etwas wenigeren Änderungen diesmal auch gefallen. Ansonsten könnt ihr rechts oben gerne noch in unser letztes Minecraft Snapshot Review vorbeischauen zum Snapshot 14W20A, der ebenfalls interessante Änderungen mit in Minecraft implementierte. Oder ihr schaut direkt darunter in unsere letzte Minecraft News Ausgabe, die in Kooperation mit Splashcraft HD stattfand. Ansonsten gibt es wie immer weitere Infos auf Twitter, Facebook, Google+, Instagram und natürlich unserer Website www.minus07.de. Jetzt bedanke ich mich aber endgültig fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.